Hallo Leute, ja, wir sind hier bei der Wasserpumpe, die keine Verbindung hat. Das hat der Mordrak geschrieben und unser Wasser ist natürlich auch schon fast leer. Da müssen wir diese Folge definitiv dran arbeiten. Dann hat der Mordrak geschrieben, diesen Geysir, der hier hinter sich versteckt, Wasser-Geysir, TA-31-5X1, Bedienung, mögliche Fertigkeiten, okay. Der soll ziemlich heißes Wasser machen und da haben wir keinen Gips für und da ist auch das Material schwach. Das habe ich letztes Mal in der Wasserpumpe ja schon nachgeguckt. 75 Grad die Wasserpumpe. Und hier kommt wahrscheinlich 95 Grad heißes Wasser raus. Muss man gucken, wie man das gemanagt kriegt. Der Mordrak hat aber geschrieben, dass man vielleicht hier verschmutztes Wasser, was dann keimfrei ist, vielleicht auch bekommen kann. Das müsste man dann mal gucken. So wie dieses hier zum Beispiel, ne? Das ist tatsächlich keimfrei. Müsste man nur anbohren, ne? Und dann kriegt man das doch, oder? Keine Oberflächenkeime. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Lösung, ne? Dieses hier. Keine Oberflächenkeime. Sieht doch erstmal gut aus, oder? Oh, hier sieht es nicht so gut aus. Aber das ist, weil wir da sowieso da schmutzige Luft drin haben, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann in der Folge machen, ne? Ich würde sagen, wir legen dann mal los. Müssen aber überlegen, wie wir das verschmutzte Wasser wieder sauber kriegen. Und hier ist bestimmt auch noch verschmutztes Wasser, ne? Das wäre in Richtung unserer Basis hier natürlich einfacher hinzumachen, ne? Wie sieht es hier mit Keimen aus? Ja, man käme da vielleicht auch irgendwie hin, ohne da ein Problem zu haben. Da steht sogar eine Flasche, wa? Wasser, Flüssigkeit, krass. Ja, müssen wir mal überlegen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Schauen wir mal. Nach dem Logo auf dem Großbildschirm. Keine Oberflächenkeime, ja, das ist es. Gibt es denn irgendwo Wasser, wo es gar keine Keime drumherum gibt? Vielleicht kriegen wir das mal so erstmal hin. Ist hier ein Eisbiom, ist hier auch noch okay. Was natürlich auch machbar wäre, ist hier, weil sich hier taut ja auch Wasser auf dann, ne? Wenn wir das abbauen. Oh, wir sind ziemlich hoch jetzt doch schon hier oben. Verschmutztes Wasser. Wie sieht es mit Keime aus? Ah, guck mal, hier sind gar keine Keime drumherum. Hier ist nirgendwo Keime drumherum. Das ist auch verschmutztes Wasser. Vielleicht müsste man hier dann mal dran arbeiten, dass man hier. Sind da wirklich keine Keime? Nur da so ein paar. Dann müsste man eigentlich gucken, dass man hier hinkommt, ne? Und wir sind ja schon auf dem Weg dahin. So ist ja nicht. Ja, dann würde ich sagen, ist dieses Gebiet das erste, was wir hier anbohren? Ist das da oben auch kein verschmutztes, verkeimte Gegend? Nö, dann können wir hier noch das runterlassen. Das ist also unser Zielgebiet hier, würde ich sagen, ne? Hier, das darüber, das darunter und dann haben wir schon die Möglichkeit, das vielleicht hier herzukriegen irgendwie. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da weitergehen. Machen wir mal los hier. Aber größtes Problem ist erstmal, ne? Ja, sie sind wieder am Schlafen. Dass die Pumpe hier erstmal, ich glaube, wir, ja, aber das Wasser ist jetzt ganz wenig nur, ne? Und das andere ist hier, ja, das ist das Wasser, was wir aber so definitiv dann doch brauchen. Und ich glaube, da geht jetzt definitiv keine Pumpe mehr hin, weil daneben auch schon der Dingens ist, ne? Sag schon, die Abpumpstation. Ja, hier wird es doch tatsächlich hingehen. Dann können wir die auch gleich zerlegen, ne? Und die kannst du gleich mal auf Prio 9 machen, ne? Wie sieht es hier aus? Hier muss auch noch was passieren, aber darunter sind sie ja sogar schon. Und hier haben wir dann noch Algen, ne? Die können wir dann alle abbauen. Und hier müssen wir mal gucken. Hatte ich da die Prio auf 9 gesetzt? Ja, und hier die Prio beim Abholen. Ach, das können wir bei Basaltlungen. Unerreichbar. Na super. Das bedeutet, wenn die unerreichbar ist, dann können wir die doch nicht aufräumen. Hat einen Aufräumauftrag. Das wird dann schwer, ne? Dann kriegen wir es mit dem Chlorgas hier doch nicht hin, ne? Ja, das weiß ich dann auch noch nicht. Wieso sind diese hier unerreichbare Grabungen? Ah, hier. Können die nicht hin. Das ist schlecht. Warum haben wir das hier so? Und da so? Und warum ist das überhaupt so? Tja, weiß ich auch noch nicht, wie wir das jetzt handhaben. Dass da noch keiner gestorben ist, haben wir richtig Glück gehabt, oder?
Mach den mal ganz schnell dahin, damit wir hier auch weiterkommen. Hier ist der Lagerbehälter fürs Lickster. Okay, das ist hier für Luftreiniger, ne? Wie sieht es denn überhaupt hier mit unserem Sauerstoff-Overlay aus? Ziemlich schlecht, ne? Okay, hier ist gut. Hier ist auch gut, komischerweise. Sollte hier nicht schmutziger Sauerstoff rein? Verschmutzter Sauerstoff? Ist er auch. Okay, ach, hier war noch, da müssen wir mal ganz schnell das mit der Flüssigkeit klären, ne? Da muss mal Wasser gerade hin. Und nur so ein bisschen Wasser. Warum ist hier eine Rutschestange? Gute Frage, ne? Macht das dann einer? Kommen wir mal schneller. Geht nicht, weil kein Wasser da ist, kannst du auslassen. Ah. Ach, die Pumpe ist doch schon fertig. Dann geht's ja doch. Gut, dann wollen wir das nochmal in Angriff nehmen. Nochmal frisches Wasser. Auf 9 ist es, passt also. Holt einer Wasser? Ja, da holt jemand Wasser. Aber nicht hierfür, wa? Wo wird das Wasser denn hingebracht? Ach, das ist der kürzeste Weg, ne? Alles klar. Geht die Person, wo geht die Person mit dem Wasser hin? Na, weiß ich auch noch nicht. Hier sind auf jeden Fall mehrere, die da irgendwo hinlaufen. Niesbett hat aber kein Wasser dabei. Und er ist vorbeigelaufen. Ja, da gibt es nasse Füße, das ist leider so. Okay, von hinten rum kann man auch gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Holt denn einer jetzt Wasser dafür? Graben hier, das kann mal weggegraben werden, ne? Und hier kann noch ein Dingens hingebaut werden dann. Da hat jemand Wasser geholt. Aber wahrscheinlich nicht für unsere Option hier, ne? Ja, da, ne, geht auch woanders hin. Die haben kein Wasser dabei. Jetzt holen erstmal alle gerade Wasser, oder wie sehe ich das? Ah, nicht alle. Unsere Forscherin bringt das Wasser auch woanders hin. Entwurzelauftrag steht da, ja. Hier haben wir Wasserstoff drin. Warte mal, da können wir auch was machen. Bringt hier einer Wasser hin? Nein. Ja, der macht da immer wieder Oxalit hin, aber das können wir nicht auffangen, weil das muss unter Wasser bleiben dann, ne? Kann man das da wegwischen? Ich glaube schon, oder? Kann man. Niemand bringt da das Wasser hin. Ist auch ein komischer Bau, den ich da veranstaltet habe, ne? Prio ist 9. Eigentlich müsste das klappen. Was wird denn hier immer wieder repariert? Was geht denn da immer kaputt? Das überlastete Stromnetz. Oh oh. Jetzt kommt dann noch was zu. Forschung ist abgeschlossen. Surf-Simulator, okay. Haben wir jetzt hier irgendwo Wasser? Nicht wirklich. Hier bei diesen Viechern, es hat sich auch was geändert seit dem Update. Bei meinem Spielstand könnte das zu Problemen führen, stand da irgendwie. Und dann war noch weitere Dinge wie Automatisierung oder sowas, dass das bei der Luftschleuse automatisch angeschlossen wird oder angeschlossen werden kann, sagen wir es so, nicht automatisch. Also hier werden Sachen aufgenommen und weggebracht.
So, da ist wieder Ellie. Ellie läuft jetzt mit dem Wasser hoch und hoffe, Ellie läuft jetzt hier lang. Nee, da werden Blumen gegossen. Okay, und hier können wir. Da ist sogar was drin. Okay, nee, dann nicht. Und hier ist auch was, ist überall was drin. Wie sieht es denn mit Essen aus? 50.000, das geht. Ach so, wir hatten gerade so ein. Sag schon, eine Blaupause, ne? 4000 Nährstoffregel, drucken wir. Können Sie was essen? Das Wasser kommt leider gerade nicht. Ah, hier wurde gebaut. Abgebaut, nicht gebaut. Oh, da ist eine Heile. Heile ist gut, ne? Der muss dann da befreit werden, ne? Holt den da einer raus? Weiß ich nicht. Ich mache mal die Prio höher, damit das vielleicht passiert. Okay, hier unten wird schon mal abgebaut. Auch cool. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Ist noch nichts passiert. Läuft auch keiner hin. Ja, dann ist der Slickster da mal raus, ne? Heißt der Slickster? Slickster. Slickster Lava. Gut. Aber hier passiert noch nichts. Forschungseinrichtung, das wird nicht geforscht. Gucken wir gerade auch noch rein, ne? Was haben wir denn hier? Creator Komfort. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so das, was ich haben möchte. Tiertränke. Brachwassernachlese. Okay, erzeugt Kohlendioxid. Das ist schon wieder gar nicht gut. Milkstation. Da kann man Tiere melken. Okay. Feststofffilter. Förderschienen. Thermosensor. Okay. Hammer. Automatischer Melder. Jetanzugmuster. Technik. Ja, was wir machen, ist eigentlich ja nicht so. Strandliege, komm, das machen wir mal zur Erholung. Wasser? Nein. Slicks daraus? Nein. Was steht da? Flüssigkeitspumpe. Ach, Rohr blockiert von der Pumpe. Okay, weil der Druck dagegen ist. Ja, dauert nicht mehr lange, da ist das auch über. Könnte ich das hier wegmachen und dann geht das Wasser auch da durch? Wäre vielleicht auch eine Option, ne? Wie viel Wasser haben wir hier? 8,3 Kilo. Ich glaube, 2 Kilo würde reichen, ne? Rein theoretisch müsste man nur diesen Stein dann umtauschen. Gegen einen wasserdurchlässigen Stein. Wäre eine Option, ne? Kommt da jetzt einer mit Wasser? Nein. Das mit dem Wasser klappt hier irgendwie noch nicht. Es ist auf Prio 9. Aufgenommen, Granit. Den lässt da keiner frei momentan. Schadenüberhitzung. Okay, wo ist das denn? Ach, der Luftreiniger ist immer überhitzt. Wie viel Temperatur haben wir denn hier? Okay, der ist aber überhitzt vom Reinigen, ne? Kann das sein? 30 Grad. Ist natürlich nicht so gut, wenn das hier so heiß ist dann. Aber der fühlt sich natürlich super wohl bei der Wärme, ne? Wie kriegen wir das wieder hin, ey? Lass mal die zwei hier auch noch abbauen. Hier sind wir schon so weit mit abbauen. Und dann mal hier aufräumen. Das ist, weil da nichts drin ist.
Und hier ist auch alles voll, ne? So, jetzt ist er wieder leer. Und hier ist es gleich in grün. Da ist auch noch mehr drin. Steht da irgendwie drin, wie viel drin er ist? Ne, ne? 400 Kilo, irgendwo muss noch was sein. Jetzt ist er leer. Der ist auch voll. Gehen wir von oben nach unten vor, oder? So passt's. Und dann haben wir nur noch einen, na? Dann können wir von unten nach oben auch machen. Die sind alle gleich, ne? Mal irgendwie Copy und Paste gemacht wahrscheinlich. So. Die müssten jetzt alle leer sein. Da ist noch einer. Und der ist auch voll. So, dann ist wieder Platz. Ist da Wasser gekommen? Nein. Mit dem Wasser macht auch keiner, ne? Den hat auch noch keiner rausgeholt, auch schlecht. Aber hier unten ist ein Stein weitergebaut worden, toll. Hier kann nicht abgebaut werden. Obwohl, ein Wurzelungsauftrag ist da, aber es funktioniert halt nicht, ne? Ja, das ist jetzt schlecht, was wir hier so alles murksen. Warte mal, hier können wir einen weniger machen, dann kann man hier auch weiter runterbauen. Hier können wir auch schon einen wegräumen. Ja, das ist aber das gleiche in Grün wie bei dem anderen. Kriegen wir auch nicht abgebaut, oder? Ja, kannst du hier nochmal komplett runter machen, so, ne? Was passiert hier? Ah, hier unten wird abgebaut. Vielleicht holt den da mal einer raus. Wäre auch nett. Also mit Wasser holen, macht das einer, jetzt hier er. Ne, er holt irgendwas anderes, Kohle. Er hat Kohle geholt. Hier ist schon wieder kaputt. Braucht der Sauerstoff des Lixter? Ich hoffe nicht. Ach, das ist der Brutschrank. Ne, den brauche ich nicht. Ich wollte den Slickster hier angucken und nicht den Brutschrank. Den kriege ich jetzt auch gar nicht angezeigt, wenn der da drin ist. Ne? Kann das sein? Schade. Jetzt mach du mal den doch da frei. Ne, du schaufelst hier unten was frei. Hier passiert nichts. Ja, das mit dem Pilz hier und der Makappe, die kriegen wir da auch nicht weg. Genau das gleiche in Grün, ne? Verschmutzter Sauerstoff auch egal, ne? Ja, Phosphorit haben wir jetzt gerade hier geholt. Ja, es läuft gerade nicht so gut. So videotechnisch, ne? So, jetzt lass uns oben gucken. Wir wollten hier oben das mit dem Wasser noch klären. Verschmutztes Wasser hatten wir hier. Und wir hatten hier keine Keime drumherum. So, das heißt, hier ist Kohlendioxid drin. Ist jetzt nicht so toll, aber können wir auch nicht ändern. Das heißt, die Prio des Abbauens müssen wir hier ändern.
Noch mal 8 für das. Ich glaube, wir können das hier unten nur so regeln, dass wir das mit Schleusen arbeiten. Hier eine Schleuse hinbauen und dann können die da reingehen, ne? Und wenn die Schleuse reingehen können, dann können sie das hier abbauen, diese ganzen Sachen. Und dann kann man sie erst zubauen. Das ist jetzt die Aktion, die wir noch machen können. So, da hinbauen erstmal und dann gucken wir weiter. Strom haben wir unten wahrscheinlich nicht. Ah, doch, aber. Ja, komm, das machen wir jetzt auch noch. Weiß nicht, ob es das bringt, aber wir machen das erstmal, ne? Hier unten wird natürlich jetzt reichlich abgebaut. Nur das Wasser hier oben hat keiner bis jetzt hingebracht. Das ist schlecht. Das ist schon auf 9, ne? Ist etwas komisch jetzt gerade. Sandstein aufgenommen. Jetzt wird hier die Leitung gemacht. Stromleitung. Ja, müssen wir mal gucken. Strom haben wir gleich da unten, ne? Ja, aber ich sehe schon, Folge ist auch schon wieder ganz lang. Ja, wir müssen gucken, dass wir das mit dem Wasser in den Griff kriegen. Wir müssen gucken, dass wir das hier, will ich ja diese Luft weg haben. Er muss hier mal rauskommen, das muss auch klappen. Jetzt kommen ganz viele hier. Warte, dann können wir auch definitiv noch da zwei Steine zusetzen. Die müssen wir auch machen, damit das zu ist. Sonst klappt das ja auch nicht, ne? Ja, so sieht's aus. Und dann müssen wir gucken, dass wir es fertig kriegen. Neue Bautaktik hier, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber warte mal, das funktioniert glaube ich nicht so, wie ich das gemacht habe. Das kannst du hier schon mal abbrechen. Weil das muss dann doch ein bisschen anders werden, glaube ich, sonst können die da nicht stehen. Weil die müssen sich hier hinstellen, um das abbauen zu können. Mal schauen, ob das funktioniert, was ich da vorhabe. Ja, der wird da irgendwie, oder der macht das wahrscheinlich, aber es ist immer schlechter, ne? Naja. Da sind wir bei 52, wir sagen, die Algen, 1,8 Tonnen mehr sind es auch noch nicht geworden. Aber bald kommen wir hier an dieses Reservoir. Und hier haben wir es ja auch irgendwo schon. Warte mal, da können wir dann auch noch den weiteren Auftrag erstmal hier machen, oder? Das kann weg. Das kann weg. Dann kann das weg. Kann das auch weg. Da waren ja keine Keime in der Nähe, ne? Nein. Gut. Da ist auch Alge aufgenommen worden. Das ist doch schon mal was. Gut, dann würde ich erstmal sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.